So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und ich habe nochmal einen Draft-Booster Commander Legends. Ich weiß, die Set-Booster von dem Set sind immens viel besser. Aber ich habe nun mal jetzt nur einen Draft-Booster bekommen. Und deswegen machen wir das jetzt mal auf. Wir haben einmal hier Initiative ergreifen bzw. Unterstadt. Und dann geht es schon direkt rein hier. Drakonisches Wissen. 6 Mana Spontanzauber kostet 200 weniger für jeden Drachen. Falls wir einen Drachen und du jetzt hier 3 Karten. Ich habe vergessen, das ist kein Commander Legends 2, das ist Dungeon Dragons 2. Schattenrüstung. 1 Mana. Eine Kreatur kriegt bis 1 bis 0 Unzerstörbarkeit, bis zumindest du bist. Spontanzauber. Okay. Eiswindgetreuer. 4 Mana, 3-3. Leibwache-Kampfstil. Wenn der ins Spiel kommt, schicken wir eine Nicht-Krieger-Karte unserer Wahl, die wir kontrollieren, ins Exil. Und danach kommt sie wieder zurück. Okay. Odem-Waffe. 3 Mana Spontanzauber. Wir fügen jedem Nicht-Drachen-Kreaturen 2 Schaden zu. Hätten sie da nicht 3 draus machen können, die Karte ankamen. Schade. Dann haben wir... What? Das kann auch wirklich alles ein Druide werden. 2 Mana 1-1 Druiden vom Zirkel des Landes. Wenn sie ins Spiel kommen, bilden wir 4 Karten. Und wenn die stirbt, bringen wir eine Länderkarte aus dem Friedhof auf die Hand. Zitadelltor. Kommt getappt ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, suchen wir uns eine Farbe aus. Das Ding tappt für ein weißes oder Mana dieser beliebigen Farbe, die wir ausgesucht haben. Rekrutierungskampagne. 3 Mana, wir würfeln den W20. Bei 1 bis 9 kriegen wir 2-1-1 Soldaten. Bei 10 bis 19 2-2-2 Ritter. Und bei einer 20 kriegen wir 3 Ritter. Säbelrassler-Bauplan. 2 Mana Artefakt, wenn er ins Spielfeld kommt oder auf den Friedhof gelegt wird, kriegen wir ein 1-1-Konstrukt. Ist nicht gut. Genasien-Vollstrecker. Elementarwesen, es sieht nicht aus wie ein Elementarwesen. 2 Mana 1-3 mit Myriade und 2 Mana Kreaturen namens Myriade-Vollstrecker kriegen plus 1 bis 0 bis zum Ende des Zuges. Das ist strong. Man kann die Myriade-Träger auf den Stack gehen, alle bekommen dann plus 1 plus 0. Das ist strong. Das ist wirklich strong. Ozeanus-Drache. 6 Mana 3-5 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, tappen wir eine Kreatur, die dann kontrolliert und wir stacheln sie an. Diebeswerkzeug. Ist das ein Reprint? Ich glaube, es ist ein Reprint. 2 Mana, wenn das Spiel kommt, kriegen wir einen Schatz. Solange die Gauss-Kreatur Stärke 3 oder weniger hat, kann sie nicht geblockt werden und man kann sie ausrüsten. Okay. Dein Tempel wird angegriffen. 3 Mana Spontanzauber. Wofür entscheidest du dich? Um Schutz zu beten oder Handeln abschließen. Entweder, wenn du um den Schutz betest, werden Kreaturen, die du kontrollierst, unzerstörbar zu meines Zuges. Wenn du einen Handel abschließt, dürfen du und dein Spieler deine Wahl 2 Karten ziehen. Ja, das mag ich. Der Gesichtslose, der ist cool. 5 Mana 3-3. Wenn der dein Kommandeur ist, hat er eine beliebige Farbe. Wenn er dein Hintergrund ist, hat er eine beliebige Farbe. Und er kann den Hintergrund bestimmen und er ist ein Hintergrund. Ha, so cool. Boramolfuff. 2 Mana 1-1. 2 Mana tappen, wir legen eine plus 1 plus 1 Marke auf den und auf unsere Kommandeurkreaturen, die wir kontrollieren. Strong. Das ist strong. Sattel des Kavaliers. 3 Mana, die ausgerüstete Kurz plus 3 plus 3 und kann von Kreatur mit Stärke 3 oder weniger, nicht geblockt werden. Nicht schlecht. Feuerball. Hier ist Feuerball drin. Ein rotes und X. Wir fügen X Schaden zu, bei X die Anzahl an Manas, die wir bezahlt haben. Und wir können den aufteilen, über wie viele Ziele. Aber für jedes Mal, wenn wir ein neues Ziel wählen, müssen wir ein Mana mehr bezahlen. Das heißt, wenn wir an 2 Zielen einen Schaden machen würden, müssen wir 4 Mana bezahlen dafür. Mahit vom wandernden Emporium. Katze Teufel. Da kenne ich noch eine. 3 Mana 3-3 zu Beginn des Endsegments, falls du für jede Karte, die in diesem Zug gestorben ist, einen Schatzspielstand. Das ist strong. Mahadi ist wirklich strong. Weiser aus Kerzenburg. 3 Mana Hintergrund. Immer wenn die Kommandeurkreatur ins Spiel kommt oder das Spiel verlässt, ziehen wir eine Karte. Okay. Seelenspiegel. 4 Mana Artefakt, wenn sie ins Spiel vorkommt, falls sie gewirkt wurde, schicke sie ins Exil. Bringe dann alle bleibenden Karten, die von dem ins Exil geschickt wurden, unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Die kommt ins Spiel. Dann wird die exiliert, dann kommt die wieder ins Spiel. Hey. Hey, kann jemand mir erklären? In den Kommentaren bitte. Alle anderen bleibenden Karten. Ach, alle anderen bleibenden. Oh mein Gott. Also die, die da vorgespielt wurde. Wow, okay. Und Riesen-Cannon-Get ist unsere Foil. 8 Mana, 8-8, Trampel, Abwehr 2. Andere Kreaturen haben Trampel, Abwehr 2. Ja, soviel zu diesem Booster. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.